select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Willkommen, liebe Gäste, hier im VIP-Raum und draußen im Clubhaus zur Pressekonferenz nach dem Spiel des SV Spielberg gegen den TSV Ilzhofen. Bei mir sind die beiden Trainer. Zu meiner Rechten herzlich willkommen, Ralf Kettemann, Spieler und Cheftrainer des TSV Ilzhofen. Und bei uns, jetzt bei mir auf der linken Seite, zum ersten Mal dabei, Premiere hier bei der Pressekonferenz. Herzlich willkommen, Andreas Augenstein. Nach der Vorrunde der TSV Ilzhofen als sehr guter Aufsteiger, Platz 9 mit 28 Punkten. Und wir, unser SVS ist Vorletzter mit jetzt 7 Punkten. Da können wir ja gleich anfangen, Herr Kettemann. So nach dem Motto, nach der Vorrunde Bilanz 28 Punkte für einen Aufsteiger, Platz 9, da gibt es nichts zu mäkeln, oder? Nee, also tatsächlich nicht. Nein, da gibt es wirklich gar nichts zu mäkeln. Also wenn wir jetzt am Ende der Hinrunde in der Kabine sitzen und uns so ein bisschen über ein 1-1, zumindest so ein bisschen ärgern, dann spiegelt das Ganze, glaube ich, ganz gut wider. Also wenn wir vor der Runde darüber gesprochen hätten und gesagt, Mensch, ein Unentschieden in Spielberg wäre eigentlich ein Highlight. Ja, und jetzt sitzen wir so ein bisschen enttäuscht da, wobei wir brauchen nicht enttäuscht sein, weil man sagen muss, die Art und Weise, wie wir jetzt heute zweite Halbzeit gespielt haben, war sicherlich schon unsere schlechteste Halbzeit. War, glaube ich, kein so tolles Fußballspiel. Wir haben es echt nicht mehr gut gemacht. Muss aber eins sagen, das soll jetzt keine Riesenentschuldigung sein, aber ich glaube, das trägt dazu bei. Ich kann es selber ganz gut mitempfinden als Spielertrainer. Wir hatten ein ziemlich langes Jahr 2018 mit Relegation, WFV-Pokalfinale, 3 Wochen Vorbereitung. So ein bisschen geht der Akku leer, aber und das hat man, glaube ich, heute zweite Halbzeit auch gemerkt. Also wir haben uns in den 1-gegen-1-Duellen nämlich so wirklich durchgesetzt. Hat einfach ein bisschen die Power gefehlt, Selbstvertrauen. Aber das ist auch völlig in Ordnung, weil wir wissen, wer bei uns spielt. Und wir sind, und jetzt komme ich wieder zu Ihrer Aussage, wir sind wahnsinnig zufrieden, was wir da erreicht haben. Ich meine, unsere Referenz sind die anderen Aufsteiger. Und da schaut es jetzt dann doch gar nicht so ganz schlecht aus im Vergleich zu den anderen. Da sind wir schon sehr zufrieden. Okay, ich glaube, die Basis für die Erfolge des TSV Ilzhofen ist die Abwehr. 14 Gegentore in 17 Spielen, das ist eine Aussage. Ja, also sicherlich. Auch da wieder, wenn man sieht, die Aufsteiger, sie haben Probleme, na, wenn man das Torverhältnis anschaut, da scheppert es dann doch, weil natürlich ein Unterschied sicherlich die Offensive ist im Vergleich Verbandsoberliga, macht man einen Fehler. Dann geht es natürlich einmal schneller Richtung Gegentor. Und da muss man eins sagen, und da ziehe ich echt den Hut vor meinen Jungs, wir haben wirklich sehr, sehr wenig Fehler gemacht. Jetzt, heute kam so, ich weiß es noch nicht, Torwart, ob er da halten kann, wir hatten sowas diese Hinrunde nicht. Ja, und da muss ich echt den Hut ziehen, weil wir da hinten drin wirklich mit Jungs spielen. Der eine hat letztes Jahr Landesliga gespielt, der andere Verbandsliga beim letzten. Und die machen es einfach toll, muss man echt sagen. Also da ziehe ich echt den Hut vor den Jungs, wie die Birne funktioniert. Und wie Sie gesagt haben, die Basis für ein gutes Fußballspiel, oder was heißt für ein gutes Ergebnis zumindest, nicht für ein gutes Fußballspiel, aber die Base ist halt tatsächlich die Defense. Ne? Und ich glaube aber, und das ist mir, glaube ich, schon auch wichtig, ich weiß nicht, ob man es heute gesehen hat, heute vielleicht weniger, aber wir sind keine Mannschaft, die hinten drin steht und irgendwie den Ball vorhaut und hofft, dass irgendwas passiert, sondern wir wollen auch mit dem Ball ein bisschen was machen. Und das ist uns auch sehr gut gelungen. Uns fehlt halt, und das hat man auch heute gesehen, uns fehlt so sicherlich nur so die Routine vorm Tor, dass man vielleicht mal das Zweite macht. Aber das ist alles in Ordnung, weil, wie gesagt, wir wissen, wo die Jungs herkommen. Und ja, von dem her ist es gut. Danke. Okay. Andreas, Sie möchten diese Sorgen haben, die der Kollege hat, mit dem TSV Ilzhofen. Sie waren fürchterlich enttäuscht und ernüchtert nach Ihrem Einschrittspiel in Pforzheim. Wie war es heute? Hat sich die Mannschaft in eine völlig andere Laufbereitschaft, Einsatz, Kampfgeist gezeigt? Ja, erstmal hallo zusammen. Schön, dass ich da sein darf. Ich kann ja nur über zwei Spiele reden momentan. Und da war es schon letzte Woche sehr ernüchternd für mich, wie sich die Mannschaft da präsentiert hat. Da hat mir einfach die Laufbereitschaft, der Wille gefehlt. Und das ist aber jetzt das, was ich heute dann sagen muss. Du gehst
in Rückstand. Es geht schon wieder der gleiche Mist, Entschuldigung, geht wieder von vorne los, Selbstvertrauen hast du sowieso nicht. Und dann haben wir es aber geschafft, sage ich mal, über die Zweikämpfe, wo wir heute auch ansetzen wollten. Wir wollten einfach diszipliniert, wir wollten Mentalität auf den Platz bringen, wollten einfach die Zweikämpfe gewinnen. Und da hat man jetzt heute schon speziell gerade die zweite Halbzeit, hat man den Aufwind gemerkt. Und da muss ich meiner Mannschaft auch dieses Kompliment machen. Und nur so funktioniert es, indem wir zusammenstehen, zusammen fighten, zusammen kämpfen. Klar sind wir in dieser misslichen Lage, der eine Punkt, der bringt uns jetzt auch nicht unheimlich viel weiter, aber so müssen wir uns das Ganze erarbeiten und versuchen halt, klar, nächste Woche müssen wir jetzt über den Tellerrand hinausschauen, wird es ganz wichtig sein gegen links, da, wenn es geht, die nötigen volle Punktzahl einzubekommen. Wir müssen es einfach sehen, dass wir als Mannschaft zusammenwachsen und dann bin ich auch sehr, sehr zuversichtlich, dass da noch das eine oder andere, dass wir den einen oder anderen Gegner das Bein stellen können. Und ja, nur so funktioniert es. Wenn wir anfangen hier, jeder mit jedem und ja, ich bin nicht mit mir zufrieden, dann ist mit meinem Nachbar genauso wenig. Es funktioniert nicht. Wir müssen Mannschaftsbilder, eine Mannschaft auf den Platz bringen, die willig, die bissig, die Mentalität mitbringt. Und dann dürfen natürlich auch Fehler gemacht werden. Und von daher, Kompliment heute an die Mannschaft und genauso wollen wir uns weiter nach vorne schauen und weiter nach vorne uns entwickeln. Mir hat es ja vorgehabt heute, die Jungs da ins Hofer kommen zu lassen, nach der Spielanalyse, die ich gemacht habe mit dem Co-Trainer zusammen. Er wusste, was auf uns zukommt, dass es zweikampfstarke Truppe ist. Wollte erstmal ein bisschen ja, abwartend sein und dann die Nadelstiche setzen. Hat nicht ganz so funktioniert, aber über Mentalität der zweiten Halbzeit, glaube ich, können wir zufrieden sein. Und somit schauen wir positiv nach vorne. Okay. Andreas, Sie haben es schon angesprochen, am kommenden Samstag kommt ein weiterer Aufsteiger. Da ist ja faktisch zu punkten Pflicht. Und dann kommt die Winterpause und da gibt es, glaube ich, viel Arbeit. Ja, klar, wir wollen da unten raus. Wir wollen zumindest den Anschluss jetzt Richtung links, sag ich mal, da holen wir Backen, wollen wir jetzt schaffen. Wir hätten heute einen großen Sprung machen können. Wir werden, da gibt es auch ja, Versuche, wir wollen die 3 Punkte einfahren gegen links. Da werden wir diese Woche hart dran arbeiten und werden es versuchen, dann am nächsten Samstag hier alles wieder abzurufen, noch einmal in diesem Jahr Vollgas zu geben. Und dann gehen wir in die Winterpause. Die Jungs haben dann 4 Wochen frei. Und dann werden wir uns ganz konzentriert, ganz gezielt auf die Rückrunde vorbereiten. Andreas, gibt es Überlegungen in der Winterpause, sich personell zu verstärken? Ja, ich sage jetzt mal, klar, man macht sich Gedanken, aber da werden wir zusammen, Tobias, Bernd, werden wir uns unterhalten. Faktisch, wir brauchen Mentalität. Qualität, glaube ich, ist da. Mentalität auf dem Platz, die den einen oder anderen mitreißt, mitzieht. Ich glaube, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und da werden wir auf jeden Fall drauf achten, dass wenn wir uns verstärken, dass die Jungs auch zur Mannschaft passen. Okay. Vielen Dank zunächst. Ralf Kittemann, wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin mit Ihrer Mannschaft, gute Heimreise. Und vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr wieder oder in der Oberliga. Wäre ganz nett, beide. Andreas, alles Gute. Das war die Pressekonferenz nach dem Spiel. Ich wünsche allen noch ein schönes Wochenende, gute Zeit und bis bald. Tschüss und auf Wiedersehen. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.